Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Chapters mit Zoe und, ups, einem lustigen Stecker, einem Vorticorp-Anstecker und natürlich müssen wir hier kurz durch und den Hebel ziehen, denn wir haben Hannah mit dabei. Und die führt uns jetzt, und ich drücke falsche Tasten, die führt uns jetzt nämlich zu Mr. Londons Lager. Waffenlager? Ich glaube, das war... Beziehungsweise, ja, nicht unbedingt Waffen, halt allgemein Techniklager, wo auch eine Dream Machine sein wird, die wir unbedingt noch benutzen wollen. Ich hatte diese andere Welt vergessen, bis vor kurzer Zeit. Ist es das, worum es hier geht? Parallele Welten? So etwa. Da geht etwas vor in dieser und in der anderen Welt. Und es bedroht den Traum. Den Traum? Er hält die Realität real? Ohne den Traum hören die Dinge auf zu existieren. Er ist wie eine Blaupause für alles. Klingt genauso sinnvoll wie sonst irgendwas, schätze ich. Und du musst die Sache ins Lot bringen. Das muss ich. Die Vorticorp und die Dream Machine spielen eine große Rolle auf dieser Seite der Zwischenwelt. Ich muss herausfinden, was auf der anderen Seite passiert. Gibt es irgendwas, das ich hier tun kann? Wenn es das gibt, lasse ich es dich wissen. Im Moment brauche ich eine Dream Machine, die man nicht rückverfolgen oder von außerhalb abschalten kann. Okay, und die kriegen wir jetzt wahrscheinlich bei diesem Lager, zu dem wir jetzt anscheinend gekommen sind gerade. Was ist das hier? Ich weiß es nicht so genau. Ein Teil davon ist uralt, aber diese leuchtenden Röhren? Die sind neu. Ich frage mich, ob die was mit diesen Nichtlüftungsrohren oben zu tun haben. Nichtlüftung? Queenie hat mal sowas erwähnt. Irgendwas ist komisch an dem Ganzen. Ich fühle mich eigenartig, als würden meine Knochen vibrieren. Wir sind bald da, komm. Wieso ist meine Haut... Meine Güte, ich löse mich auf. Zu Londons Warenlager geht's gleich durch die nächste Tür. Du löst dich auf? Wie jetzt? Okay. Sie hat mich gerettet. Vermutlich ja, hat Queenie es ihr befohlen, aber Hannah hat alles riskiert, um mir zu helfen. Also verdanke ich ihr mein Leben. Hier ist es. Warte, ich mach die Tür auf. Mach das. Folge mir einfach. Ich mach... Oh oh. Scheiße, das Ei. Geh weiter, ich lenke sie ab. Den Teufel tust du. Das hältst du keine Minute durch. Ich kümmere mich um die Sturmtruppen, du kümmerst dich um das Antimateriegerät und deine Dream Machine. Aber ich weiß nicht... Wir verplempern bloß Zeit. Du musst das tun. Such nach einer blauen Kiste mit den Buchstaben DEW drauf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Schnapp dir eine Antimateriekammer, scanne sie, lade die Rückverfolgungsinfos von ihrem System und dann ab durch die Mitte. Aber öffne diese Tür nicht von deiner Seite aus. Warte auf mich. Wenn die Luft auf meiner Seite rein ist, mache ich dir wieder auf, okay? Ich weiß nicht. Schon klar. Okay, blaue Kiste, DEW. Viel Glück. Habe ich nicht nötig. Bis gleich dann. Blaue Kiste, DEW. Oh Gott. Okay, ich hoffe, der Hannah passiert nichts. Das wäre nicht so gut. Das hier sieht auch nicht so toll aus. Können wir da einfach durchgehen? Scheinbar. Okay. Da sind ja sogar Menschen. Mr. Landon ist ein mitfühlender Mensch, Sozi. Er mag keinem wehtun, nur wenn er muss. Das schmerzt ihn, klar. Schmerzt ihn sehr. Aber auch Mitgefühl hat Grenzen und du überschreitest sie gerade. Du machst es uns allen bloß schwerer. Schau mal, Mr. Landon ist untröstlich. Er hat echt Tränen in den Augen. Das hier muss nicht sein, Sozi. Komm schon, mach's dir doch leichter. Gestehe, stirb mit Würde und weiter im Text. Blöder könnte er gar nicht stehen. Ich muss ihn da weglocken. Komm schon, Sozi. Die Dreamer haben sie auf der Seite des Warenlagers dort drüben. Ich muss irgendwie dahin, ohne dass mich einer sieht. DEW.
Klingt, als wäre ich hier richtig. Das war knapp, Sir. Okay, wie das lenken wir ihn jetzt ab? Da hast du aber Schwein gehabt. Mr. Landon schießt. Ja, haben wir gefunden. Mit Absicht. Wir müssen ihn ablenken. Wie machen wir das am Willst du blödesten? Jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Hier können wir Bring auf jeden Fall schon mal lang gehen. Ja. Boah, so ein Labyrinth. Mr. Vielleicht Landon können wir eins von denen verwenden. Mögen, das ist Scheißbot. Was macht der denn Komm hier? Jetzt, red endlich. Dann kriegst du Scheißbot! Scheißbot? Was machst du denn hier? Ich kenne niemanden mit diesem Namen. Sie haben dir die Festplatte gelöscht? Diese Monster. Naja, um ehrlich zu sein, ich kann verstehen, warum sie dir die Platte gelöscht haben. Aber trotzdem, schade drum. Du hattest eine Persönlichkeit. Hey, ich habe eine Persönlichkeit. Die alte hat mir besser gefallen. Und ich fasse es nicht, dass ich das gerade im Ernst gesagt habe. Du musst mir helfen, Scheißbot. Bitte. Wenn der Boss sie schnappt, wie sie hier rumschnüffeln, dann geht's aber ab. Helfen. Sie haben Glück, dass ich gerade im Energiesparmodus bin. Sonst wären Sie jetzt schon Hackfleisch. Wir müssen seine alte Persönlichkeit wiederherstellen. Falls das geht. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber es wäre ziemlich cool, wenn es gehen würde. Was ist das denn? Sind ja wirklich gut ausgerüstet hier. Dieser Scanner sollte mir alle möglichen nützlichen Daten über Landons Waren liefern. Okay. Ich brauche was zu scannen. Er ist nicht aktiv. Scheißbot, hat man die Festplatte gelöscht und ihn neu formatiert. Kann man diese Daten nicht irgendwie wiederherstellen? Und ihn dann hier auf die Leute loslassen? Das wäre echt ziemlich gut. Ansonsten weiß ich jetzt nämlich auch nicht, was man hier machen könnte. In den Regalen liegt hier nur ziemlich viel Quatsch rum, den wir nicht brauchen. Außer vielleicht liegt hier noch, was ist das? Ein Persönlichkeitsding. Willst du jetzt reden? Ist schon spät, alle sind müde. Okay, wir sammeln einfach Bring alles mal hinter ein. Uns, ja? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Gutes Zeichen, oder nicht? Komm jetzt, red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel. Ich bin mir nicht sicher, aber da war irgendwas mit Persönlichkeitskram. Naja, natürlich nicht. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir die jetzt dem Scheißbot einsetzen können. Tatsächlich. So. Schleichbot, Konfubot, Packerbot. Ah. Was brauchen wir denn jetzt? So ein Konfubot wäre eigentlich ganz geil zum Ablenken. Azad Robotics präsentiert den offiziellen Shaolin Azadron, ihren Sparringspartner in der Kunst des Kung Fu. Wird hochgefahren. Grüße, Schüler. Wie darf ich euch heute dienen? So, pass auf. Kommst du mit? Und jetzt schicken wir den einfach mal zu dem lustigen Typen darüber. Konfubot? Du? Na komm, Sozi. Mr. Landon wird ungehalten. Du würdest es nicht mögen, wo willst wenn Mr. du Landon hin? Ungehalten wird. Dann ist er ganz aufgekratzt. Ach so, brauchen wir da jetzt den Schleichbot oder wie? Siehst du, was du angestellt hast? Scheißbot, hat man die Festplatte gelöscht und die neu formatiert. Dann machen wir mal den Schleichbot. Azad Robotics präsentiert das Azadrone Schleichbot Persönlichkeitsmodul. Willst du jetzt reden? Wird hochgefahren. Ist schon spät, alle sind müde. Bereit, jede gewünschte Handlung durchzuführen, Ma'am. Oh, das ist aber lieb. Pass auf, dann versuchen wir es mit dir jetzt nochmal. Mr. Landon scheint dich zu Bedauere, Ma'am, ich bin nicht dafür konstruiert, menschliche Wesen Komm anzugreifen jetzt, oder zu Kriegst verletzen. Du von mir eine Kugel in den
den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Du sollst dich auch nicht verletzen. Jeder Versuch, mich zu benutzen, um Körperverletzung zu begehen, wird protokolliert und gemeldet. Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Ach so, wir lassen es einfach holen. Baby. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Was? Na schön. Hat das wehgetan? Hat sich die Kiste da gerade bewegt? Dann warte mal die nächste Runde ab. Von allein? Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wir machen dich kalt und Schluss mit Schmerzen. Ich muss aufhören, diesen Mist zu rauchen. Was sagst du? Macht mich fertig. Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre, um diese Kiste zu heben. Das ist sehr schade. Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Okay, dann versuchen wir es nochmal mit Packerbot. Packerbot Robotics präsentiert Packerbot. Für alles, was sie zu transportieren haben. Wird hochgefahren. Bitte warten. Naja, du natürlich nicht. Gibt es was zu schieben, zu heben, zu schleppen oder sonst irgendwie von A nach B zu befördern? Ja. Spucken Sie es aus, Boss. Meine Zeit ist kostbar. Es wird bloß schlimmer, je länger pass auf. Du, da. Was? Ich soll einen Menschen bewegen? Das geht nicht, Boss. Entspricht nicht meiner Programmierung. Ach so, jetzt sollen wir quasi den Konfu-Bot verwenden. Volle Größe, Schüler. Was darf ich heute für euch? Was wir wissen wollen. Du? Wir machen dich du? Kalt und du? Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Mal gucken, ob was passiert, was praktisch ist. Komm schon. Ja! Was? Was ist denn jetzt los? Hey, da Chance hat sich wer reingeschlichen. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Oh, nein? War das jetzt nicht richtig? Hat das okay, der getan? Steht jetzt da. Dann warte mal die nächste Runde ab. Oder verrate uns einfach, was wir wissen wollen. Wer zum Teufel bist du? Hallo. Was willst du hier? Okay, das war wohl nicht richtig. Also vermutlich doch den Packerbot. Was kann ich für Sie tun, Boss? Soll ich... Ja, pass auf. Letzte Chance, du sollst Baby. Nicht den Menschen, sondern du sollst es die Kisten... Schlimmer, je länger du Kisten. Da sind Leute im Weg. Nein? Ich bin nicht dafür konstruiert, Menschen zu bewegen. Sorry, Boss. Hä? Hat das wehgetan? Oh, kannst du mal das Labern aufhören da drüben? Runde ab. Oder okay, kannst uns du einfach, was uns mir was von da drüben holen? Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na? Das wäre schon mal gut. Okay, dann hätten wir nämlich schon mal die Dream Machine. Oi, Rostkübel. Letzte wo Chance. Wo willst du jetzt eigentlich hin? Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Hä? Na schön. Hat das wehgetan? Okay, dann pass auf. Dann warte mal die nächste Runde ab. Diese Aufgaben einfach, sind gar nicht wollen. Nervig wir oder so. Ich warte auf Ihren Befehl, Ma'am. Ich werde... Ja, pass auf. Du jetzt nochmal hier drüben hin. Kannst du mir die Kiste da holen? Ja, Ma'am. Willst du jetzt reden? Und jetzt ist testen wir mal. Alle sind müde. Bring mir's hinter uns. Ja, alle sind müde, ich auch. Wenn wir den Bot noch 10-mal hin und her programmieren müssen. Was? Mr. Landon scheint dich zu mögen, Sozi. Okay, jetzt gutes geht er Zeichen, da wieder rüber und dann können wir da vielleicht komm, rüberschleichen. Jetzt red endlich. Dann kriegst du von mir eine Kugel in den Schädel und wir gehen alle nach Hause. Hä? Naja, du natürlich hat nicht. Hat sich die Kiste da gerade bewegt? Von allein? Er sagt sich nö. Ich muss aufhören, diesen Mist zu rauchen. Willst du jetzt reden? Ich habe mein Bestes versucht, Ma'am, aber ich fürchte, ich verfüge nicht über die Kraft, die erforderlich wäre, um diese Kiste zu heben. Ja, danke. Die Kiste ist zu schwer und meine Energiereserven werden in das Tarnsystem geleitet. Danke. Naja, du natürlich nicht. Jetzt ist der Typ ja da vorne. Jetzt müssten wir hier eigentlich... Ich kriege das Ding nicht auf, solange die Kisten so gestapelt sind. Ist schon spät, alle sind müde. Okay, dann programmieren wir ihn nochmal um. Packerbot meldet sich zum Dienst, Boss. Wie krass laut der einfach ist. Normalerweise... Kannst du mir diese Kiste bringen? Wird gemacht, Boss. Zeichen, oder nicht? Normalerweise müssten die das hören. Dann kriegst du von mir eine Kugel in weil die reden eigentlich leiser, als der schreit hier.
Naja, du natürlich nicht. Nicht durch mich durch. Okay. Letzte Chance, Baby. Sehr gut. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Nein? Na schön. Wir haben schon mal einen Dreamer. Und jetzt brauchen wir noch das hier oben. Moment. Dann warte mal die nächste Runde ab. Kisten. DEW. Danach sollte ich suchen, hat Hannah gesagt. Aber hier sind massenhaft Kisten mit DEW drauf. Welche ist die richtige? Kircher, Patterson, Penning. Ich hoffe so sehr, dass es das ist. Es wird bloß schlimmer, je länger du durchhältst. Ich weiß nicht, aber Penning ist gut, ne? Okay. Hat das wehgetan? Gucken wir mal. Dann warte mal die nächste Runde ab. Scanne die Kammer. Okay. Mach mal. Und Schluss mit Schmerz und Leid. Na, was sagst du? Den Bot. Oh, ich würde den Bot so gerne mitnehmen. Der ist so niedlich. Scheißbot, komm mit. Aber ich hätte gerne den alten Scheißbot wieder. Nicht dieses neue, programmierte, blöde Ding. Okay, und jetzt scannen wir ihn. Das ist es. Ich hoffe um Nelas Willen. Ja, es ist eine Antimateriekammer. Das ist es. Und wo ist die... Wattikorp. Die wurden von der Wattikorp hergestellt. Und London hat sie sich direkt ab Werk in China besorgt. Alles da, die gesamte Herstellungs- und Transportkette. Es ist genau wie Nela sagte. Diese arroganten Scheißkerle. Damit kriegen wir sie am Arsch. Sehr gut. Eine Quittung. Und ich denke, damit haben wir es auch schon wieder geschafft. Scheißbot, es tut mir echt leid. Du bist gerade ein Packerbot, aber du warst immer ein guter Freund. Und wir werden in der nächsten Folge hier rausfinden und mehr tun. Und vor allem auch für Nela und Hannah und Abby und alle, die wir verloren haben. Wir werden sie rächen. Auf ganz natürliche und menschenfreundliche Art und Weise. Und ich liebe diesen Pulli. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Tschüssi.